Köln, wenn es nach Comedian Oliver Pocher, 43, gegangen wäre, hätte seine Frau Amira Pocher, 29, schon direkt nach der Geburt ihres zweiten Kindes bei Let's Dance teilgenommen. Amira erklärte die Gedankengänge ihres Mannes jetzt im Podcast Die Pochers hier, ich hatte gerade erst frisch entbunden. Du hast noch gesagt, das wäre doch ein super Abnehmprogramm. Dann hast du doch direkt deine Pfunde runter. Dieser Antrieb zum Sport nach der Geburt sei auf keinen Fall als Bodyshaming zu bewerten, betonte der Ehemann. Doch sein Ansinnen war klar. Er wollte seine Frau zum Sport antreiben, es gab die Anfrage schon die letzten Jahre. Jedes Jahr hättest du mitmachen können. Doch Amira kam die Anfrage viel zu früh. Sie wartete lieber und erholte sich von der Geburt und der Schwangerschaft. Jetzt, etwa ein Jahr später, hat sie hingegen mehr Lust auf die Strapazen, die sie bei Let's Dance zu erwarten hat. Bekanntlich ist die Show definitiv anstrengend. Das Training für die Tänze und Auftritte ist schweißtreibend und brachte schon einige Promis um etliche Pfunde. So auch Ehemann Oliver Pocher selbst, der bereits an der Show teilgenommen hatte. Let's Dance, Moderatoren und Jury bleiben gleich. In der neuen Staffel der RTL-Show Let's Dance wird jetzt also Amira Pocher antreten und das Tanzbein auf dem Parkett schwingen. Insgesamt gibt es 14 Kandidatinnen und Kandidaten in der am 18. Februar beginnenden 15. Staffel.